aus. Recht herzlichen Dank. Oh, ich dachte schon, wir würden sterben. Aber jetzt schnell hier weg, bevor die Wächter das spitz kriegen. Zwillingsklings Geiseln sind frei. Schnappt sie, bevor sie entkommen. Gut gemacht. Das Tor ist offen. Ihr könnt jetzt in Zwillingsklings Gebiet. Ihr seid also selbst in Zwillingsklings inneres Lager gelangt. Wie schlau von euch. Oh. Geht durch das Tor in Zwillingsklings Gebiet. Wir lassen doch nicht jeden x-beliebigen kämpfen. Sammelt zuerst Erfahrungen in Bowerstone und Oakvale. Ich habe auf euch gewartet. Sekunde, Jungs. Zwillingskling hat mit diesem Heldenwurm noch was vor. Sie sagte, ein Gildepüppchen würde kommen und da seid ihr schon. Meine Klingen brennen darauf, euch zu treffen. Sind schon ewig nicht mehr gefüttert worden. Ihr seht nicht nach einem ordentlichen Happen aus. Zieht eure Klinge, Gildepüppchen. Lasst sehen, was in euch steckt. Geht durch in Zwillingsklings Gebiet. Ich schlitz euch auf, Püppchen. Macht es kurz, das würde ich für euch auch tun. Wer bist du ja? Was ist los? Erkennst du deine eigene Schwester nicht? Ihre Vergangenheit erneut vor Augen, kehrten Theresas Gedanken zu einem Feuersturm zurück. Orgwell brannte. Ohne einen Laut sah sie zu, wie die Räuber ihre Mutter folterten. Danach wandten sie sich ihr zu und befragten sie nach ihrem Bruder. Ihre Antwort war nur ein böser Blick und deshalb zerstach der Anführer ihr die Augen. Die Banditen verschleppten die Mutter des Jungen und ließen Theresa im Wald zurück.
Dort kroch sie 3 Tage lang umher, blind und verzweifelt, bis sie von Räubern gefunden wurde. Zwillingskling und seine Leute. In ihrem Clan begann sie ein neues Leben als Dienstmagd. Doch der Räuberkönig spürte ihre ungeheure Stärke und Willenskraft und hörte gut zu, wenn sie im Schlaf dunkle Prophezeiungen murmelte. Wer nicht akzeptierte, dieses kleine, blinde Mädchen an der Seite des Anführers zu sehen, überlebte nicht lange. Wer sie angriff, wurde von ihr getötet. Sie kannte weder Gnade noch Gefühl. Denn so war jetzt ihr Platz in dieser Welt. Ich habe so viel gesehen, so viel Tod, so viel Sterben. Ich habe dich gesehen, kleiner Bruder, in einem Ring aus Sand und Blut, einer Arena voller Geheimnisse. Und ich habe gesehen, welche Wahl du irgendwann treffen musst zwischen Licht und Dunkelheit. Theresa! Tut mir leid, Zwillingskling. Du musst ab jetzt allein gehen, wie wir alle. Aber bevor ich gehe, Bruder, habe ich ein Geschenk für dich. Für all die verpassten Geburtstage. Eine Gabe, die in unserer Familie liegt. Er wird dich finden, wenn du schläfst und wenn das Tageslicht verblasst. Worauf wartet ihr denn noch? Macht Schluss oder zieht Leine. Ich bin eh so gut wie tot. Ich bin niemandes König mehr. Genug. Verschwunden.
Ihr seid jetzt bekannt genug, das Ausdrucksmittel Sexy Heldenpose zu benutzen. Ihr habt den Status Wohlbekannt erreicht. Haha! Das war ein sehr eindrucksvoller Sieg, o Held. Aber Mace hat Neuigkeiten für euch in der Gilde. Ihr sollt sofort dorthin gehen. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Ihr solltet Mace in der Gilde aufsuchen. Darf ich euch etwas zeigen?